Black Rose. Seit neuestem bin ich white und bringe ausgelutschten Sound, doch für mein Sound ist noch zuständig, also halt mal den da raus. Schließlich pushst du ihn ja ziemlich hart, paar Zeilen später in deinen Texten ist nur Scheiße gepaart mit Denkfehler. Also halt deine Schnauze, wenn es um meine Musik geht. Du hast da gar kein Rederecht, in meinen Parts geht's um Feelings. Und dass mich vieles sehr bedrückt, ist dir doch sicherlich ganz neu. Doch du hättest einfach fragen können, wie ein ganz normaler Freund. Aber nein, stattdessen machst du die Klappe auf in einem Battle-Rap und zeigst damit jedem, du bist nichts weiteres als ein Handicap. Junge, Alter, du bist für nichts zu gebrauchen. Willst du was von dir erzählen, dann hört man einfach nur das Mikro. Was labert der von Bodycount? Ey, warum sollte ich das zählen? Doch würde ich deine Mutter dazu zählen, dann wäre ich bei 10. Solche Lines hätte ich von euch erwartet. Stattdessen krieg ich Phoenix. Leute, was habt ihr euch denn bitte nur dabei gedacht? Es gibt Rückrunden, das heißt, ihr werdet hier jetzt mal klein gemacht. Kleine Ficker, die meinen, sie können hier einen auf Großen machen. Durch das Schlechtreden von Freunden fall ich fast so dumm verlacht. Warum redet ihr über mich? Bin Freund nach seiner Trennung. Fick auf eure Meinung, das hier ist meine Vergeltung. Leistung über Freundschaft, das habt ihr in eurem Part gemeint. Doch wenn es euch nur darum geht, dann will ich da kein Teil von sein. Leo, was laberst du denn bitte davon? Down-Syndrom, du bringst immer so random Shit im Part und das dann pausenlos. Und dass ich wenig Disziplin vorweisen kann, das geb ich zu. Mir das allerdings sofort zu gaukeln, das steht dir nicht zu. Sag mir, wer war da, als es dir ziemlich schlecht ging? Wer hat alles angehört von dir, ohne das zu belächeln? Ich hab gar nichts vergessen, ist dir doch sicherlich ganz neu. Anstatt draufzutreten, helfen wie ein ganz normaler Freund. Davon nein, stattdessen schließt du dich lieber der großen Masse an und scheißt auf die Gefühle von Freunden, weil das ja warten kann. Um ehrlich zu sein, find ich das Ganze ziemlich heuchlerisch. Ich lass mich ja gerne von dir verarschen, aber heute nicht. Mit Arbeit der anderen komm ich weiter voran. Dass ich Leute bezahle für Hilfe, das geht ja nicht an. Und dass du mich als nutzlos betitelst, find ich's wirklich schade. Denn was glaubst du, wer dein Video drehen war im UBT-Finale? Leute, was habt ihr euch denn bitte nur dabei gedacht? Es gibt Rückrunden, das heißt, ihr werdet hier jetzt mal klein gemacht. Kleine Ficker, die meinen, sie können hier einen auf Großen machen. Durch das Schlechtreden von Freunden fall ich fast so dumm verlacht. Warum redet ihr über mich? Bin Freund nach seiner Trennung. Fick auf eure Meinung, das hier ist meine Vergeltung. Leistung über Freundschaft.